Im Krieg kann man nicht immer entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Man kann nur zu seinen Brüdern stehen. Komme, was wolle. Und wenn man Glück hat, kommen alle lebend nach Hause. Ich hatte eine gute Crew, eine der besten. Wir waren Brüder. 3 Kilometer noch, Feuer einstellen. Helis bereiten LZ-Form. Scheiß Chavez. Der Typ stand ständig unter Strom. Hatte die Wahl zwischen dem Knast und der Armee. Und der Vollidiot hat sich für die Armee entschieden. Hör auf zu lesen, Jucke. Du verpasst den Krieg. Der Krieg ist vorbei, Chavez. 30 Sekunden, LZ, das heißt. Bete für mich, Moses. Bete, dass ich Juckel nicht aus Versehen erschieße. Dafür brauchst du ein göttliches Wunder, Bruder. Aufpassen, Männer! Es geht los! 5-2-5, übernimm das Feuer an der Baumgrenze auf 1 Uhr. Ich hatte den Finger immer am Abzug. Deshalb nannten sie mich... Cowboy! Heiz ihnen ein! Aufpassen, die haben da ein Kaliber 50. Das ist ein Hinterhalt. Achtung, Achtung! Feind soll so fallen! Wir stürzen ab! Im Krieg steht man zu seinen Brüdern, egal was auch passiert. Und wenn man Glück hat, kommen alle lebend nach Hause. You go to! What is your mission? James Kenneth, Sergeant der US Army. Dienstnummer Romeo Alpha 4-6. No! Tell me or you die! James Kenneth, Sergeant der US Army. No! Dienst... Tell me now! Look, nur auf sie, du. Sie hat nur die. Kennt du wird nicht toll. Sarge. Tu mir einen Gefallen, Cowboy. Sag meine... Sarge! Jim Hingday! To tell him, eh? Es tut mir so leid. Dein Freund. Es tut mir so leid. Wie zum Teufel sollen wir hier noch rauskommen? Verstehst du, was die da gerade sagen? Es gibt einen Panther hier in der Gegend. Sie wollen deinen Freund in den Dschungel schleifen und zurücklassen. Es tut mir leid. Bastarde. Euer Helikopter ist in der Nähe. Er brannte zu stark, als sie euch fanden. Sie wollen noch einmal davon gehen. Flugzeuge! Das sind unsere! Scheiße! Oh Mann. Das geht ja ab hier. Und hallo und herzlich willkommen zum ersten DLC von Far Cry 5, House of Darkness, wie man gesehen hat. Das spielt in Vietnam. Wir sollen, müssen überleben, oder so denke ich mal. Ich weiß nicht, was... Oh, ich glaube, es hat sie erwischt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh.
Rüste dich mit einer Waffe aus. Verstecken geht auch nicht. Ich bin gleich tot. Geht ja gut los. Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Rüste dich mit einer Waffe aus. Eine Flak in der Region ausschaltet, das kannst du gegen die anderen? Aha. Ich renne jetzt hier mal den Weg lang. Ich hasse dieses sinnlose Fliehen. Ich renne weiter den Weg lang, flüchte vor dem feindlichen Helikopter. Ach, das ist der Helikopter. Ich dachte, das wäre unsere. Die haben auch einen. Sehr schön. Mehr Flieger. Ein feindlicher Heli erledigt. Das geht schon mal. Wartet mal. Wie kann man ins Inventar? Freunde einladen. Nein! Wie war das, ne? Ich habe noch kein Inventar. Hier ist was zu holen. Wir haben was zum Hauen. Irgendwie geht's mir aber nicht gut. Meter. Da sind welche. Ah! Da sind zwei Mann. Habe ich ein Fernglas? Nö, ich habe nichts, ne? Sind nur die beiden. Hier ist Python 2-5. Hört mich jemand? Python 2-5, Empfang ist klar und deutlich. Hier ist Firebase Echo. Ein Schwarm Navy-Jäger hat ihren Absturz 5 Klicks westlich von uns gesehen. Wir haben alle Hände voll zu tun. Sie müssen zum Ausfliegen zu uns kommen. Diese Navy-Jets haben gerade feindliche Stellungen an einem halben... Ach, es gibt sogar eine Karte. ...Klick von ihnen entfernt platt gemacht. Also seien Sie vorsichtig. Verstanden? Verstanden. Ich komme zu euch. Python 2-5 Ende. Huh. Haben wir jetzt ein Inventar? Jetzt haben wir ein Inventar. Wurfgeschosse? Keine NVE-Camps. Gefangene befreien. Aha. Das ist das Gebiet, was wir... Achso. Hier hinten müssen wir hin. Ja, Escape. Ja, ich will Camp im westlichen Tal. Aha. Kann ich hier irgendwelche Pflanzen sammeln oder so? Ja. Du? Nein? Oh, ich hätte die Hosen voll hier nachts im Dschungel. Wilde Tiere. 9 Schuss. Und ein Knüppel. Da ist ein Karnickel. Oh, sieht das geil aus. Ist das eine neue Map oder ist es ein
Da ist ein Gebäude. Vielleicht sollte ich da mal hinschauen, bevor wir ins Camp gehen. Was sagt die Karte dazu? Ich habe keine Maus. Da, jetzt habe ich sie. Ich kann das hier gar nicht. Da, von da sind wir, glaube ich, geflohen, ne? Hier sind die Hütten, hier. Hier sind sie. Vielleicht ist da noch was Brauchbares. Ein Ort. Oh, seid ihr bescheuert. Gut, ist stabil. Aber hier kommt man nirgendwo rein in die Hütten. Hier ist was zum Plündern. Wurfgeschosse. Ja. Wir gucken mal. Nein, I ist einfacher, ne? Das sind aber meine Ziele. Wo finde ich denn jetzt meinen Rucksack? Du besitzt keine Feuerzeuge. Ein Messer haben wir. Aha. Wir haben zwei Waffen. Ich bleib mal bei dem hier. Das müssen wir doch lesen können. Nachricht an einen Freund. Trang, das ist die Pistole, die ich dir versprochen habe. Ich habe sie von einem toten Soldaten. Niemand kommt jemals hierher, also ist das hier sicher, bis du sie abholst. Ich gehe nach Süden, bis die Kämpfe vorüber sind. Seit die schweren Geschütze hergebracht haben, gibt es ununterbrochen Luftangriffe. Ich muss hier weg. Viel Glück, dein Freund D. Warum brennt das hier? Gut, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinzugehen. Mehr ist hier... Warte, hier war noch was. Das war doch nur der hier, ne? Ja, das war nur der. Ich gucke mir noch mal genau die Bude an. Aber so wie es ausschaut, geht's da nicht rein. Und was ist das hier? Da bin ich dran vorbeigelaufen. Das ist ja schon komplett überwachsen hier. Es wird hell. Okay, das ist gut. Was sagt denn die Karte? Was haben wir denn hier noch? Irgendwas Interessantes? Hätten wir mal die Brille aufsetzen sollen. Hier von diesem Lager sind wir gekommen. Sollte ich da nochmal zurückgehen? Vielleicht finde ich da ja noch was Interessantes. Ich mach's einfach mal. Boah, ist das schön. Der Hubschrauber ist ja weg. Dürfte mir hier nichts passieren. Da oben? Das sind Ziegen, ne? Ja, ich brauch doch Fleisch, Köder, ich brauch alles, ich hab doch nichts. Da ist das Brot. Ja, einen Hasen kriege ich so nicht. Ich möchte jetzt nicht meine Muni vergeuden. Hallo Ziege! Wo geht's hier lang? Hey! Oh, gut. Plündern voll. Geil. Ich will nur wissen, mich macht das ein bisschen verwunderlich. Gibt es hier keinen Skillbaum? In WE-Camps? Nee. Gibt es hier nicht so, ne? Na gut. Ich weiß auch nicht, was die vier Symbole hier an der Seite bedeuten.
Regen, es wird Tag. Es ist aber eine sehr helle Nacht. Oh, der Mond. Wir haben Vollmond. Ups. Hoppala. Hoppala. Ja, hier nicht umschauen. Vielleicht sind ja hier noch Sachen, die ich gebrauchen kann. Ich glaube, das ist putt gemacht. Der hat nichts. Das sind einfach nur Dorfbewohner, die dran glauben mussten. Schlecht. Ich kann die auch nicht looten. Oh ja. Jetzt willst du mir einen neuen Grafikkartentreiber anbieten oder was? Spiel. Wartet mal, krieg ich das weg? Geh mal kurz in den Pausenbildschirm. So. Weil. Ach, jetzt habe ich auch ein Fernglas. Mal so ein bisschen Ausrüstung bekommen. Ich höre ein Flugzeug. Es ist mir hier nicht geheuer. Das ist mir überhaupt nicht geheuer. Das hörte sich an, als ob da was hinter mir... Ja. Ich will nach Haus. Ich will ins Bett. Nein, ich will erstmal zu diesem Lager. Die Vietcong waren übrigens nicht unbedingt die Bösen. Genauso wie, naja, die Amerikaner dort. Die haben zwar auf der Seite von Südvietnam gekämpft, aber der Südvietnamesen, aber naja, die meisten dort waren da auch nicht freiwillig, glaube ich. Sind auch genug traumatisiert nach Hause gekommen. Krieg ist auch nie zu irgendetwas gut. Ja. Ist übrigens gleich mal ein Mikrofontest. Ich habe zwar noch nicht alles, mir fehlt noch die Spinne, aber der alte Mann hat sich ein neues Mikro gegönnt. Kanickel! Und... Ja, hört ja andauernd auf irgendwelche Geräusche. Zwei... Ja, das wissen wir doch, das wissen wir doch, das wissen wir doch. Da war noch einer. So. Jetzt nehmen wir das wieder weg. Und jetzt nehmen wir, warte mal, Kuh. So, das Messer lassen wir mal auch. Nicht beide! Hä? Ich bin im Gebüsch, ne? Der andere setzt sich hin. Der andere setzt sich hin. Genau da lang musst du jetzt gehen. Einmal in die Klöten. Der ist gleich gelootet, aha.
Die rauben da den Kameraden aus. Das kann ich aber nicht zulassen, kann ich das. Nur in Frieden, Koppel. Wenn denn ich... US-Operationsbefehl, Fargo P-44. Ursprüngliches Ziel, Operationsbefehle geändert. Aktuelle Luftaufklärung zeigt neue 100 mm Flakbatterien östlich ihrer Position. Missionsziel lautet nun, die Nutzung dieser Geschütze zu unterbinden und sie zu zerstören. Rechnen Sie mit gemischten Feindaufkommen in Bataillonsstärke im gesamten Einsatzgebiet. Ort und Zeitpunkt der Abholung bleibt unverändert. Oha. Warte mal, wir gucken mal. Da haben wir ja nur so einen Turm. Was ist... Ich habe wieder keine Maus. Maus, wo bist du? Ich habe dich doch eben gesehen. Warum haut die denn immer ab? Das ist die verlassene Siedlung. Okay. Das ist aber richtig groß hier. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet... Gefangene, keine NWI-Camps, entkomme. Flak zerstört, noch keine Mission angenommen. Na, ich hätte jetzt erwartet, dass jetzt was kommt. Tut es aber nicht. Da hinten müssen wir hin. Ich muss mal was trinken. Moment. Das tut gut. Ist ein bisschen warm im Moment. Mhm. Gibt es einen Grund? Nö, ne? Ich denk mal, sichere das Camp der nordvietnamesischen Volksarmee. Wir suchen uns mal eine gute Position. Wir haben ein Jagdgeschwader im Anflug. Es gehört Ihnen, wenn Sie wollen. Und drücke ein, um einen Luftangriff auf dem anvisierten Ort. Negativ, nicht möglich, Python 2-5. Das ist außerhalb der Kampfzone. Python 2-5, such dir Deckung. Du bist gefährlich nah dran. Ich kann mich kaum bewegen. Was ist denn das hier? Hä? Die Maus ist total eingeschränkt. Ich hatte die ganze Zeit das Ding noch in der Hand. Ach so. Waffen sind scharf. Falcon 01 hat das Ziel im Blick. Ach so. So macht man das hier. Python 2-5, such dir Deckung. Du bist gefährlich nah dran. Kann ich den hier? Negativ, Python 2-5. Wir geben Bescheid, wenn Jäger verfügbar sind. Ach so. 0 von 5. Negativ, Python 2-5. Der Einsatz von Jägern wurde noch nicht autorisiert. Gut. Dann machen wir das halt manuell. Die Herde ausdünnen. Versteck mich mal hier, weil das machen wir in der nächsten Folge. Interessant. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.